Bayreuther Festspielzug. Hallo Kollege, du übernimmst heute den Regionalexpress 30 von Nürnberg bis Bayreuth. Dein Zug ist heute außerplanmäßig mit drei Baureihen 648 Einheiten unterwegs. Um die vielen Gäste des Bayreuther Festspiels sicher nach Bayreuth zu bringen, zieh jetzt in den Bahnhof vor, lasse dort die Fahrgäste einsteigen und fahre dann um 15.37 Uhr ab. Gute Fahrt. Und somit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Abstellungsbereich des Hauptbahnhofes von Nürnberg auf der Strecke Nürnberg-Bayreuth bzw. auf der Pegnitztalbahn. Die Bayreuther Festspiele finden gerade statt und aus diesem Grunde werden viele Sonderzüge bzw. Regionalzüge bereitgestellt, um die vielen Fahrgäste pünktlich und sicher nach Bayreuth zu bringen. Und der Regionalexpress 30 ist ein Sonderzug, bestehend aus drei Einheiten Alstom Coradia Lind Baureihe 648. Und im Führerstand angekommen, muss dieser jetzt noch aufgerüstet werden. Die Dieselmotoren der drei Einheiten laufen ja bereits. Der Richtungswandler wird in die Vorwärtsposition verlegt. Das ZG1 wird eingeschalten auf drei weiße Lichter vorne. Die SIFA und die PZB90 wird eingeschalten. Die Zugzielanzeige ist ja schon richtig beschildert. Gefahren wird in der oberen Zugart, somit ist der Leuchtmelder 85 aktiv. Die Zugbremse wird gelöst. Und dann kann auch schon die kurze Bereitstellungsfahrt in den Hauptbahnhof von Nürnberg durchgeführt werden. Die PZB90 befindet sich nun in der restriktiven Überwachung im sogenannten Wechselblinken. Prüfgeschwindigkeit 45 km/h, minus 5 km/h Toleranzwert. Und die S-Bahn Nürnberg verkehrt hier natürlich auch. Talent 2, Baureihe 440. Ja, da die Bayreuther Festspiele gerade stattfinden, ist natürlich sehr, sehr viel Fahrgastaufkommen in diesem Zeitraum zu bewältigen. Und deswegen werden, wie gesagt, Sonderzüge eingesetzt, die natürlich auch aus längeren Zügen bestehen. Und der Sonderzug bzw. der Regionalexpress 30 erreicht dann Nürnberg Hauptbahnhof auf Gleis 17. Die Baureihe 648 zählt ja zur Alstom Coradia Lind-Familie. Der Kollege. Ja, und das ist eine kleine PCB-Störung hier. Denn der Triebfahrzeugführer hat sich hier nicht befreit. Keineswegs. Und die Baureihe 612 hier mit der Kinderspielecke kommt hier ebenfalls in Nürnberg an. Die Baureihe 612 bedient ja auch die Strecke Nürnberg-Pegnitz bzw. Nürnberg-Bayreuth. So, und dann erreicht der Sonderzug Nürnberg auf Gleis 17.
und dann können die Türen gleich geöffnet werden. Und der Sonderzug verkehrt dann ab Nürnberg bis Pegnitz auf der Pegnitztalbahn. Und die Pegnitztalbahn verläuft dann entlang der Pegnitz. Und die Pegnitztalbahn ist ein Streckenabschnitt auf der Strecke Nürnberg-Cheb. Und auch sehr schön hier zu sehen, durch den ausgefahrenen Schiebetritt ist fast ein barrierefreier Einstieg in den Zug möglich. Und der Abstand zwischen Bahnsteigkante und der Türen wird somit auch ausgeglichen. Sobald dann die Türen geschlossen sind, kann die Fahrt nach Bayreuth beginnen. Die Zustimmung zur Weiterfahrt ist erteilt, HP2, Langsamfahrt, und dann darf die Geschwindigkeit auf 40 km/h erhöht werden. Natürlich erst dann, wenn der 500 Hertz Leuchtmelder im Führerstand erloschen ist. Und eine Doppeltraktion ICETD wartet hier auch auf die Weiterfahrt. Signal Paula 17, Ausfahrsignal Nürnberg Hauptbahnhof Gleis 17. SH1, Lichtsparsignale in Niedrigbauweise. Und die S-Bahn Nürnberg fährt hier natürlich auch den Hauptbahnhof von Nürnberg an. Und nun geht es rauf mit der Geschwindigkeit auf 80 km/h. Der Sonderzug nach Bayreuth verlässt dann bei Schnabelweid die Strecke Nürnberg-Cheb. Aus Nürnberg kommend betrachtet. Und verkehrt dann auf der Strecke Schnabelweid-Bayreuth bis nach Bayreuth. Beide Strecken sind nicht elektrifiziert. Also Nürnberg-Cheb und Schnabelweid-Bayreuth. Und die Strecke Schnabelweid-Bayreuth ist eine eigenständige Strecke und hat mit der Pegnitztalbahn
Sehr geehrte eigentlich Damen und nichts zu Herren, wir tun. begrüßen Sie recht herzlich im RE30 der Deutschen Bahn nach Bayreuth. Wie Sie sicherlich schon festgestellt haben, ist unser Zug heute ein wenig länger als gewöhnlich. Das liegt daran, dass wir aktuell sehr viele Gäste für die Bayreuther Festspiele haben. Diese begrüßen wir natürlich recht herzlich an Bord und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste Halt ist dann Neuhaus. Ja, vielen Dank für die Information. Das Hauptsignal zeigt das Signalbild HP1 an, das Vorsignal das Signalbild VR1, Fahrt und Fahrt erwarten. Der Alstom Coradia Lind ist eine Familie von Nahverkehrsdieseltriebwagen und das Akronym Lind steht für leichter, innovativer Nahverkehrstriebwagen. Und kommt hier auf der Strecke Nürnberg-Cheb natürlich auch zum Einsatz, genauso wie die Baureihe 612. Und in den 90er Jahren war ja auch der Pendolino hier im Einsatz. AP1. Die Baureihe 648 verfügt über keine AFB. Somit muss der Triebfahrzeugführer hier die Geschwindigkeit selbst im Auge haben. VR1. Das Vorsignal steht im ganz normalen Bremsabstand zur Strecke. Und mit Erreichen des Zugschlusses darf dann die Geschwindigkeit auf 140 km/h erhöht werden. Die Höchstgeschwindigkeit der Baureihe 648 beträgt je nach Ausführung zwischen 120 und 140 km/h. Aber der Fahrplan hier ist für 120 km/h ausgelegt. Die Strecke ist landschaftlich sehr, sehr schön gelegen. Wie gesagt, im Moment befindet sich der Zugverband auf der Pegnitztalbahn. Streckenkilometer 8,2. Die Kilometrierung ist in Fahrtrichtung Cheb aufsteigend. Die Lind-Triebwagen sind in Stahlbauweise ausgeführt. Und die Lind 27 bis 41 oder bei den Lind 27 bis 41, Lind 27 und 41, pardon, wird pro Wagenkasten ein Triebdrehgestell von einer dieselmechanischen Antriebsanlage mit liegend eingebauten MTU-Reihen, Sechszylinder-Dieselmotoren und einer Gelenkwelle angetrieben. Und der Lind 41
ist ja die Baureihe 648. Bis Neuhaus sind es jetzt noch rund 40 Kilometer. HP1 VR1. Und der Kollege ebenfalls mit der Baureihe 648 nimmt hier Fahrgäste auf. Und sobald dann der Regionalexpress 30 als Sonderzug verkehrend hier den Block freigefahren hat, darf dann auch der Kollege sich auf den Weg in Richtung Pegnitz wieder machen. Die Lent 41 Triebzüge werden von verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen, aber vor allem im nördlichen Deutschland eingesetzt. Auf der Bahnstrecke Kiel-Neumünster zum Beispiel. Oder auch bei der DB Regio Südwest sind die Lent 41 im Einsatz. Und ein Lent 41 besteht aus zwei Wagenhälften, die sich in der Mitte auf ein Jakobsdrehgestell stützen. Die Fahrzeuge haben vier Außentüren, optional ein WC pro Triebzug und einen Traglastenbereich. Und bei einigen Verkehrsunternehmen befinden sich im Türbereich auch Fahrkartenautomaten. Die LF-Tafel kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 130 km/h an. Und das weiße Kennlicht am Vorsignal sagt dem Triebfahrzeugführer, dass es sich hier um einen Vorsignalwiederholer handelt. Lauf rechts der Pegnitz. Die Baureihe 294 arrangiert hier noch ein paar Wagen, beziehungsweise bringt ein paar Wagen nach Nürnberg. HP1 VR1.
Neunkirchen am Sand. Ja, und diese Halte werden alle von den Regionalbahnen bedient. Die Regionalexpresszüge halten überwiegend nur in Kreußen. Und auch in Hersbrück und in Neuhaus natürlich. Und jetzt sind es noch rund 29 Kilometer bis Neuhaus. Der Lent 41 hat eine Scharfenbergkupplung des Typ 10, verbaut bekommen. Und der Tankinhalt fast 2x 800 Liter Diesel. Also da geht schon ein bisschen was ein. Rechts ist ein Kabelschacht zu sehen, der aus Steinen gefertigt wurde. Und im Inneren verlaufen Kabelstränge, eben fürs Zugsicherungssystem oder für Stromverbrauch entlang der Strecke. VR1. Und die LF-Tafel kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 110 km/h an. AP1 VR1 unter Kollege. ICETD. Und dann darf die Geschwindigkeit gleich wieder erhöht werden. AP1, SH1. Ja, die eine oder andere Geschwindigkeitstafel fehlt hier auch. Aber mit Streckenkunde und einem eigentlich vorhandenen elektronischen Buchfahrplan sollte das dann wiederum kein Problem sein. Um dann schnell herauszufinden, wie schnell dann gefahren werden darf.
Eine weitere LF-Tafel kündigt eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 120 km/h an. Ja, und diese Landschaft hier, ne? Die Strecke liegt ja in Franken und genau zu den Oberfranken. Und das ist wiederum in Bayern. Ja, und landschaftlich sehr, sehr schön gelegen. Und an der Geschwindigkeitstafel sind dann die 120 km/h auch zu fahren. Bahnübergänge sind alle gesichert durch Warnblinkanlage und Schrankenanlage. Wäre das nicht der Fall, so wie es an vielen Nebenstrecken der Fall ist, müsste hier ein Bahnübergang-Überwachungssignal stehen, das BU0 oder BU1 anzeigt oder signalisiert, muss man ja sagen. Und in den meisten Fällen muss dann auch einmal gepfiffen werden, also makrofoniert werden, dass eventuelle Spaziergänger eben wissen oder Menschen, die sich in der Nähe des Bahnüberganges aufhalten, dass diese dann eben wissen, dass sich ein Zug nähert. Und somit den Gefahrenbereich meiden oder eben noch schnell verlassen können. Aber das ist echt eine schöne Gegend hier. Und so eine nicht elektrifizierte Strecke hat doch auch was Besonderes, finde ich. So ein gewisses Feeling. Streckenkilometer 358. Alle 200 Meter ist ja eine Hektometertafel entlang der Strecke angebracht. Jetzt geht es dann auch gleich leicht bergauf. Und die Geschwindigkeit muss auf 110 km/h reduziert werden. Der Wert der in der LF-Tafel zu sehen ist, muss dann mit 10 multipliziert werden. Und diese Geschwindigkeit darf dann gefahren werden. VR1. Links ist eine Trapeztafel zu sehen gewesen auf dem Gegengleis. Diese hat einen daueraktiven 1000-Hertz-Magneten. Dort ist immer die Wachsamkeitstaste zu betätigen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Servus, der Kollege.
Weiterhin gelten 110 Stundenkilometer als erfahrene Höchstgeschwindigkeit. Und dann geht's auch mit der Geschwindigkeit auf 100 km/h. Und auf der Pegnitztalbahn gibt es auch ja, verschiedene Tunnelbereiche. Gerade die Tunnelportale sind eigentlich ja, Markenzeichen der Pegnitztalbahn. Und die Geschwindigkeit darf wieder auf 110 km/h erhöht werden. Und die Baureihe 612 macht sich auf den Weg in Richtung Nürnberg. HP1. Streckenkilometer 46,0. Ja, und hier reiht sich jetzt ein Tunnelportal an das nächste. Beziehungsweise ein Tunnelabschnitt an den anderen. Und hier sieht man auch die Landstraße, die hier auch ein Stückchen der Strecke folgt. Und dann erreicht der Sonderzug auch gleich Neuhaus. Und rechts sieht man die Pegnitz.
Meine Damen und Herren, nächster Halt Neuhaus. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. AP1 VR1. Neuhaus. Und da der Sonderzug doch etwas länger ist, durch den dritten Zugteil wird doch etwas weiter bis nach vorne gefahren. Und die Türen sind geschlossen. Zugbremse wird einmal gelöst. Und dann kann die Leistung wieder aufgeschaltet werden. SH1. Ja, hier auf der Strecke gibt es auch sogenannte Systemhalte. Und so ein Systemhalt ist Hersbruck, rechts der Pegnitz und Pegnitz. Und an Systemhalten werden die Regionalzüge geflügelt oder eben an den Systemhalten Hersbruck und Pegnitz werden die Regionalzüge geflügelt. AP1 VR1. Und die nächste Doppeltraktion Baureihe 612. Und der nächste Halt ist dann Pegnitz.
Und hier verläuft dann auch die Bundesstraße 85, meine ich. Streckenkilometer 56,2. Und rechts sieht man wieder die Pegnitz. Und in Pegnitz endet dann die Pegnitztalbahn. Zumindest der Abschnitt, der hier auf der Strecke Nürnberg-Cheb als Pegnitztalbahn bezeichnet wird. Dann jetzt einmal über die Pegnitz drüber. Aber die Landschaft hier echt wunderschön. So, und jetzt sind es auch rund 6 Kilometer bis Pegnitz. Und nach Pegnitz kommt dann der Bahnhof Schnabelweid. Und der Bahnhof Schnabelweid ist ein Trennungsbahnhof hier auf der Strecke. Und südlicher Endpunkt der eingleisigen Hauptbahn Schnabelweid-Bayreuth, beziehungsweise der Beginn aus Fahrtrichtung Nürnberg betrachtet, der eingleisigen Hauptbahn nach Bayreuth. Und von hier aus hat man noch mal einen schönen Blick auf die Pegnitz.
Ja, auf der Strecke ist noch das HV-Signalsystem verbaut. In wenigen Minuten erreichen wir Pegnitz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Jawohl. Und da endet dann die eigentliche Pegnitzer-Bahn. Und hier können natürlich auch nochmal Fahrgäste zusteigen, die zu den Bayreuther Festspielen reisen möchten. Was auch hier sehr schön ist an den Bahnsteigen, sind hier die Sicherheitshinweise bzw. die Warnhinweise. Vorsicht, schnelle Vorbeifahrt, gekennzeichneten Bereich erst betreten, wenn zu kält. Ja, das gilt ja für manche auch nicht. Entweder können sie nicht lesen oder unterschätzen die Gefahr, wenn hier ein Zug mit, ja, 100 km/h oder auf anderen Strecken, wie zum Beispiel Hamburg-Hannover, da mit 200 km/h vorbeifährt. Was diese Züge für eine Sogwirkung auslösen. Das ist dem einen oder anderen anscheinend gar nicht so bewusst. AP1, Ausfahrsignal von Pegnitz. Und nun geht's weiter auf der Strecke Nürnberg-Cheb. Auch der Abschnitt Nürnberg-Pegnitz gehört natürlich zur Eisenbahnstrecke Nürnberg-Cheb. Und der nächste Halt ist dann Schnabelweid. Und dann geht es links weg auf die Strecke nach Bayreuth. Und mit Erreichen des Zugschlusses an der Geschwindigkeitstafel geht es dann hoch auf 120 km/h.
Es ist gar nicht so leicht, mit der Baureihe 648 die Geschwindigkeit einigermaßen gut halten zu können. Gerade wenn es bergauf oder bergab geht. Da muss man immer ein bisschen mit dem Kombinationshebel spielen. VR1. Auch dieses Vorsignal steht im ganz normalen Bremsabstand zur Strecke. Und die Geschwindigkeit muss auf 80 km/h reduziert werden. In wenigen Minuten erreichen wir Schnabelweit. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Am Vorsignal wurde die Geschwindigkeitsreduzierung durch den ZS3V angekündigt und am ZS, am Zielgeschwindigkeitsanzeiger, der sich am Hauptsignal befindet, sind dann die 80 km/h zu fahren. Und um auf die Strecke nach Bayreuth zu kommen, muss dann hier einmal auf das linke Richtungsgleis gewechselt werden. Ja, der Bahncheck hier ist auch schon leicht vermoost. Eieiei. Türen sind geschlossen, Bremse gelöst. Und dann darf die Geschwindigkeit auf 110 km/h wieder erhöht werden. Somit verlässt der Sonderzug nach Bayreuth die Strecke Nürnberg-Cheb. Und es geht auf die eigenständige Strecke Schnabelweit-Bayreuth. Links ist ein GSM-Zugfunkmast zu sehen, der für mehr Stabilität im Zugfunknetz sorgen soll.
und natürlich auch das eine oder andere Funkloch stopfen sollte. Ob das immer so gelingt, ist natürlich fraglich. Die Strecke führt dann weiter nach Markt Redwitz und dann geht es weiter nach Cheb. Der Abschnitt bis Markt Redwitz ist auch sehr, sehr schön. Da kommt ja dann in Waldershof die Strecke von Weiden eine. Ist auch eine sehr, sehr schöne Strecke. VR1. Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Kreußen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Ein Fahrsignal von Kreußen. Und da wartet schon der Kollege. Und das Positive hier in Kreußen ist, dass der Bahnsteig sehr, sehr lange ist. Wobei ja der Teil nach der Abgrenzung bis fast zum Hauptsignal gesperrt ist. Wobei gut, das ist jetzt erst zu sehen. Ne? Das Hauptsignal steht noch ein gutes Stück weg. Türen sind geschlossen, Bremse gelöst und dann kann die Leistung wieder aufgeschalten werden und die Geschwindigkeit darf auf 110 km/h erhöht werden. Nächster Halt ist dann schon Bayreuth. Kollege hat Kreuz wahrscheinlich schon verlassen. Nein, der wartet noch, da sich ja erst die Fahrstraße hier auflösen muss. Und die LF-Tafel kündigt eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung an. Es geht runter auf 100 km/h. Diese sind dann ab hier auch zu fahren.
Streckenkilometer 76. VR1. Aber eine AFB, also eine automatische Fahr- und Bremssteuerung, würde dem 648er doch recht gut tun und würde dem Triebfahrzeugführer hier auch einiges erleichtern, um die Geschwindigkeit dementsprechend gut halten zu können dann. AP1 VR1. Ja, aber Bayreuth liegt schon ein gutes Stück weg von Nürnberg. So eine knappe Stunde Fahrzeit ist für diese Entfernung einzuplanen. Und mit Erreichen des Zugschlusses an der Geschwindigkeitstafel geht es dann noch einmal hoch auf 110 km/h. Bevor dann gleich Bayreuth erreicht wird. Ja, die Strecke ist auch sehr kurvenreich. Da bietet es sich natürlich an, Neigezugtechnik-Triebzüge zu verwenden. Um da natürlich auch den Fahrgastkomfort etwas zu erhöhen. So, jetzt geht's leicht bergab.
Damen und Herren, wir erreichen jetzt unseren Endbahnhof Bayreuth. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und den Gästen des Bayreuther Festspiels wünschen wir natürlich ganz viel Spaß bei diesem einmaligen Ereignis. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, das wünschen wir. Und das Vorsignal zeigte das Signalbild VR2 an. Hier muss natürlich einmal die Wachsamkeitstaste betätigt werden. Und nach Beeinflussung sollte dann wiederum auch die Prüfgeschwindigkeit eingehalten werden, beziehungsweise die Bremskurve. Und die Einfahrt nach Bayreuth ist dann mit 60 km/h gestartet. AP2VR0. Bayreuth Hauptbahnhof, SH1. Die Blumenkästen sind auch mal richtig schön. Lockern das Ganze hier gleich mal etwas auf hier auf dem Bahnsteig. Und die Fahrgäste können somit aussteigen. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dahin macht's gut, euer Matthias AW. Servus.